Vielleicht kennst du das auch. Auf Instagram siehst du deine Freunde auf einer Yacht in der Karibik sitzen und du? Ja, du bist zu Hause, frisst Chips, trinkst Bier und schaust in die Glotze. Und dabei denkst du dir, Scheiße, mein Leben ist so langweilig. Wir bewerten unser Leben immer als Vergleich. Und dabei vorher, nachher. Wir können uns nur gut fühlen, weil wir vorher gewusst haben, dass wir uns schlecht fühlen. Wir genießen jetzt die Sonne, weil es vorher 2 Monate lang geregnet hat. Wir genießen jetzt das wunderschöne Essen, weil wir tagelang vorher gehungert haben oder noch schlechtes Essen gehabt haben. All das wirkt sich auf unseren Geist auf. Und jetzt schauen wir uns unser Leben an. Wir stehen früh auf, drücken auf unseren Wecker, gehen unserer Routine nach, gehen in die Dusche, duschen, kommen aus der Dusche raus, essen noch was, dann gehen wir auf Arbeit, arbeiten unsere Zeit ab, kommen wieder zurück, sitzen abends vielleicht, weil wir so müde sind, vorm Fernseher und dann gehen wir ins Bett. Und wir haben jeden Tag wieder und wieder und wieder das Gleiche. Auf der anderen Seite vergleichen wir unser Leben mit dem, was in diesem kleinen Kasten passiert, unserem Smartphone. Wir sehen hier unglaublich tolle Dinge passieren. Und vielleicht hast du auch ein paar Lieblings-YouTuber oder Influencer, die du gerne mal in die Beschreibung packen wirst. Ich mag beispielsweise Knossi oder MyLab oder Kai Pflaume total gerne. Und das, was wir hier sehen, ist ja oftmals großartig, unglaublich unterhaltend. Aber dann kommt das Vertrickste mit unserem Gehirn. Das, was hier drinnen passiert und das, was wir wirklich erleben, das ist für unser Gehirn faktisch gleich. Weil wir etwas haben, das heißt Spiegelneuronen. Und die sorgen dafür, dass das, was wir sehen und gar nicht echt erlebt haben, im Gehirn genauso abgespeichert wird wie unsere eigenen Erlebnisse. Das führt dann aber dazu, dass wir ganz stark vergleichen. Und vergleichen ist dabei immer so, dass das, was hier drin passiert, oftmals gewinnt. Dann spüren wir Langeweile, weil unser Leben jeden Tag monoton gleich verläuft. Und dann manchmal sagen wir, irgendwann wird unser Leben so aussehen wie hier auf dem Smartphone. Warst du auch mal total enttäuscht von so einem Influencer, weil das, was er online dargestellt hat und wie er wirklich es überhaupt nicht zusammengepasst hat? Hau es in die Kommentare mit dem Hashtag motiviert realisiert. Und wir sagen uns, eines Tages werden wir das tun. Wir wollen Reality-Star werden, TikTok-Star, YouTube-Star, wollen die Welt bereisen, ein Unternehmen gründen oder wollen endlich einen Partner finden, den wir durch unsere unüberwindbare Mauer meilen durchlassen. All das haben wir vor, irgendwann in der Zukunft. Und so sitzen wir irgendwann mit unserem Bro zusammen. Wir werden alt sein und wir schauen in alte Stories hinein. Wir werden sehen, wie wir lebten, nach all dem, was wir strebten, und wir bemerkten kläglich, wie wir beinahe täglich das richtige Leben verpassten und wir fast jeden Moment hassten. Passiv bei Netflix sitzen, regelmäßig Ablenkung einspritzen, sahen wir unser Glück vorbeiflitzen. Und ja, das Glück ist weg und das Alter hat den faden Beigeschmack von verpassten Chancen und Langeweile. Und mal ehrlich, reicht dir jeden Tag Netflix? Sitzt du jetzt erfüllt da? Manchmal ja, mit Freunden zusammen vertieft in einer tollen Story. Meistens aber fühlst du dich leer und brauchst Insta und TikTok nebenher, damit du sie nicht fühlst, deine innere Leere, diese Langeweile. Das Gefühl unserer ganzen Generation. Und diese Langeweile wollen wir auf Teufel komm raus vermeiden. Deshalb beschäftigen wir uns mit 1000 Dingen gleichzeitig und versuchen uns abzulenken. Und ja, diese Langeweile kann zu vielen negativen Dingen führen. Ein guter Freund von mir, der Neuropsychologe Bernd Hufnagel, hat ein Experiment durchgeführt. Und dabei hat er Leute in einen Raum gesetzt mit einem schönen Fenster und einem bequemen Sessel. Sie saßen drin und sie sollten 5 Minuten durchsitzen. Die einzige Bedingung, es gab kein Smartphone, es gab kein Buch, es gab gar nichts. Es gab nur die Leute und ihren Verstand. Dann hat man vorher gemessen, wie ihr Stresslevel war und danach, ob sie glücklich waren oder unglücklich. Und hat es vergleicht. Wie war es vorher, wie war es danach? Und tatsächlich war es so, dass die Leute sich gestresst fühlen. Sie hatten richtig Panik, sie hatten Angstgefühle, weil sie sich zum ersten Mal mit sich selbst beschäftigen mussten. Und davor hatten sie Angst. Denn die meisten Leute können das nicht mehr. Doch lasst uns diese Langeweile nicht betäuben, auch wenn wir uns erstmal sträuben, sondern unser Leben in die Hand nehmen und uns selbst ein Geschenk geben. Wenn du deiner Langeweile Ade sagen willst, motiviert studiert, weil durch Lernen wird dir nie wieder langweilig, weil es dir dann Freude macht. Und von daher gibt es das Buch auch versandkostenfrei in meinem Shop mit dem Codewort Langeweile Ade. Und das ist die Zeit, im Hier und Jetzt darüber nachzudenken, was wir
wirklich wollen. Denn jetzt kannst du dein Leben in die Hand nehmen, so viel geben, nach unendlich viel streben und wahren Mut erleben. Mut! Ja, genau, Mut. Der Mut aufzustehen und zu sagen, das Leben ist mehr als Insta, mehr als TikTok und so viel mehr als Netflix. Es ist ein Geschenk, kein betäubendes alkoholisches Getränk. Es ist Liebe, viel mehr als sexuelle Triebe. Es sind gute Freunde, keine gebauten Gebäude. Es ist Leben zu retten und nicht Geld unter Betten. Es ist Leben zu schenken und nicht Menschen zu kränken. Und jetzt stehen wir genau hier. Nein, ich korrigiere. Wir stehen jetzt hier und im Jetzt. Und wir können jetzt etwas ändern. Und das, was wir ändern können, ist wieder, dass wir mit dem Vergleich arbeiten. Wir schaffen jetzt eine tolle Erfahrung für uns selber, die einfach zu erlangen ist, im Vergleich zu dem, was wir gerade erleben. Und meine Lösung ist das Lernen. Lernen ist das, was uns zusammenhält. Lernen ist das, was uns begeistert. Ganz viele Studien zeigen, dass, wenn man lernt, eine höhere Befriedigung erreichen kann als selbst zu einem Sex. Glaubst du nicht? Hier ist die Studie. In Skandinavien war Anfang des letzten Jahrhunderts den Menschen so langweilig, dass sie die ganze Zeit getrunken haben. Und das Einzige, wie man diese skandinavische Kultur retten konnte und sie heutzutage zu einem der glücklichsten Menschen der Welt gemacht hat, ist, indem man gesagt hat, wir führen das lebenslange Lernen ein. Jeden Tag ein bisschen an neuer Information für das Gehirn führt dazu, dass man langfristig sich viel wohler fühlt und sich weiterentwickelt. Und diese schönen Aha-Momente hat. Denn nur wenn wir etwas Neues hinzulernen, kommt es dazu, dass wir uns weiterentwickeln, unsere Tore, die wir oftmals geschlossen haben, um uns drumherum, sich öffnen und wir auf einmal sehen, dass wir so viele Möglichkeiten haben, außerhalb von einem Smartphone, sondern hier und jetzt in unserem Leben. Und ich weiß, wir alle mögen die Schule nicht. Wir alle mögen die Uni nicht. Man muss ja da so viel lernen. Man muss. Selbst Michelle Obama, die Frau von Barack Obama, dem ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten, hat das in ihrer Kindheit erfahren. Sie hat sich versteckt, weil sie so Spaß am Lernen hatte, weil sie Angst hatte, gemobbt zu werden. In unserer Kultur im Moment ist Schule nicht sehr angesagt. Und das ist okay. Man muss Schule nicht gut finden. Aber man sollte das Lernen zumindest einfach einmal eine Chance geben. Und wie geht das? Wenn wir unser Leben begreifen als kleine Einheiten, die wir verändern können, und schauen, wie sich das anfühlt, können wir über uns hinauswachsen. Und das bedeutet jeden Tag nur eine Viertelstunde an neuen Informationen. Und du wirst sehen, wie dir das Lernen Spaß macht. Und was kannst du dafür nutzen? Social Media. Denn an sich ist es gar nicht so schlecht. An sich kannst du da ganz viel lernen. Es gibt ganz viele tolle TikToker, Instagrammer oder YouTuber, die dir Sachen vermitteln können. Und du probierst es dann aus. Du lernst etwas Neues hinzu, fühlst dich dabei gut und du kriegst etwas, das heißt Selbstwirksamkeit. Du merkst, du kannst was verändern und vielleicht entdeckst du da ein tolles Hobby, was nicht nur die Couch involviert, sondern dass du vielleicht rausgehst und auf einmal merkst, was für eine großartige Welt da draußen ist. Dass du deine Leidenschaft fürs Reisen entdeckst, dass du deine Leidenschaft vielleicht für einen Garten entdeckst oder was mit den Händen zu machen, weil du hast hier die krassesten Werkzeuge der Welt, die jemals erfunden wurden. Kein Roboter kann diese Bewegung nachmachen, so exakt und so toll wie wir. Und wofür nutzen wir es? Um zu tippen. Anstelle die großartigsten Dinge zu kreieren, mit der du die Welt umhauen kannst. Und was willst du jetzt Neues lernen? Hau es in die Kommentare und du solltest definitiv den Kanal abonnieren und einen Daumen nach oben dalassen, dass wir in Zukunft gemeinsam nie wieder Langeweile erleben müssen. Und das Spannende ist, du lernst immer, du kannst es gar nicht vermeiden. Wenn du Netflix schaust, wird dein Gehirn darauf programmiert, dass es ganz viele diese fluktuierenden Bilder aushalten kann. Denn dafür ist dein Gehirn gar nicht gemacht. Das heißt, es muss sich die ganze Zeit verändern und sich anpassen. Aber wenn du reisen gehst, lernst du so viele neue Menschen kennen. Du lernst zu vertrauen und misstrauen gegenüber fremden Menschen. Wenn du arbeiten gehst, lernst du so viele neue Fähigkeiten. Wenn du dich mit Freunden triffst, kannst du lernen, wie Menschen miteinander interagieren und kriegst ganz viel Sozialkompetenz. All das führt dazu, dass wir lernen. Und wenn du das aktiv bereicherst und dir jeden Tag abends sagst, Mensch, was habe ich heute dazugelernt? Und du merkst es, wow, das sind neue Informationen. Das wird dich bereichern. Ich lese beispielsweise abends vorm Einschlafen noch ganz, ganz tolle Bücher. Im Moment lese ich beispielsweise von Malcolm Gladwell Talking to Strangers.
Und dabei geht es darum, dass wir Menschen gar nicht einschätzen können, wie sie eigentlich sind, aber auf Basis unserer Annahmen sie einfach einschätzen. Und das ist so ein Augenöffner und ich gehe jeden Abend so erfüllt ins Bett und denke mir, wow, das sind so viele Sachen, die ich gar nicht gewusst habe und die einem das Leben einfacher machen, weil ich das jetzt weiß und mir viel, viel später erst ein Vorurteil bilde über Menschen, bevor ich nicht mit denen gesprochen habe. Weißt du, was du mit Daumen machen kannst? Entweder nach oben oder nach unten. Und ich würde mich mega freuen, wenn du das einfach machen wirst, damit ich weiß, wie das Video ankommt. Und den ersten Schritt, den du unternehmen kannst, ist abends, bevor du einschläfst, dir eine Top-3-Liste zu machen. Schreib dir auf, was sind die drei coolsten Dinge, die ich heute gelernt habe. Und es wird spannend werden, dass du das dann genießt und zufrieden wirst mit dir selber. Denn für mich hat Lernen mich durch die schlechtesten Zeiten meines Lebens gebracht und vor allem die guten viel mehr sehr wertschätzen lassen. Denn das ist das Tolle. Aus jeder Erfahrung können wir lernen und das wollten wir tun. Und ganz ehrlich, Langeweile habe ich seit Jahren nicht mehr verspürt. Warum? Weil ich nicht aufhöre zu lernen. Und das wünsche ich dir genauso.